Am 30. Januar fand sie nun schon zur 12. Auflage statt. Die Berufsorientierungsmesse in der Borna Dintersporthalle. Ich habe immer wieder einen sehr positiven Eindruck, weil Berufsorientierung für junge Leute unheimlich wichtig ist. Manchmal haben junge Leute ein Bild von dem Beruf im Kopf, der aber nicht dem in der Realität entspricht. Und daher ist es ganz gut, einfach mal hier vorbeizuschauen, das breite Spektrum an Berufen aufzuschnappen, auf sich wirken zu lassen und vielleicht auch mal zu einem Praktikum in den Betrieb gehen. Und da gibt es eine ganz reelle Möglichkeit, die der Landkreis unterstützt, die auch die Bildungsagentur unterstützt. Und zwar konkret in der Woche ab 7. März gibt es eine Aktion Schau rein. Da können die Schüler ab der 7. Klasse für eine Woche, die Schulen unterstützen das, in den Betrieb gehen und dort mal ein Praktikum machen. Und können somit auch mal erleben, ob das, was auf den Flyern steht, auch stimmt, ob das vielleicht das ist, was ihrem Berufsbild im Kopf entspricht, ob das ihr Interesse ist, ihre Neigung. Und das hilft dann schon ein Stück weit bei der Berufswahl, um vielleicht dann nicht einen Beruf zum zweiten Mal anzufangen, also um so Startschwierigkeiten zu verbessern. Organisator der Messe war auch in diesem Jahr wieder das Team der Dinter Oberschule. Also es ist eigentlich beispielgebend für eine Schule, wie sie sich um Schüler kümmert. Es gibt an dieser Schule nicht nur die Berufsorientierungsmesse, es gibt auch den Arbeitskreis Schule und Wirtschaft, den Herr Ziemann als Schulleiter immer wieder organisiert, wo er immer wieder Gesprächsthemen mit uns auch bespricht, Thema Schulverweigerer zum Beispiel, aber eben auch Thema, was passiert mit den Schülern nach der Schule, zum Beispiel, wie kommen sie in Ausbildungsplätze. Und da ist vielleicht schon mal gut, Danke zu sagen, nicht nur an Herrn Ziemann, sondern auch an das Team, was hinter ihm steht und hilft, das zu organisieren. Und diese Messe ist eine Veranstaltung, die nicht nur für künftige Azubis, sondern auch für die Aussteller einen Nutzen hat. Die Wirtschaft, die in unserem Landkreis etabliert ist, die ist in diesem Jahr zum ersten Mal vor einer anderen Situation gestellt wie für die letzten Jahre, weil die können sich die Jugendliche für die Azubi-Plätze nicht mehr aussuchen. Es gibt also mehr Ausbildungsplätze wie Azubis. Das heißt, auch diejenigen, die heute hier stehen, müssen ein Stück für sich werben, um einfach die Besten unter den Jugendlichen zu bekommen. Aber es ist auch wichtig für uns als Landkreis selber, dass die Jugendlichen eben auch hier vor Ort einen Ausbildungsplatz finden und nicht vielleicht, wie es vor 10, 15 Jahren noch war, weit weggehen und irgendwo anders einen Ausbildungsplatz finden, sondern hier vor Ort einfinden. Und insofern ist es wichtig, die Attraktivität unserer Ausbildungsplätze und unserer Region mit so einer Messe in den Vordergrund zu stellen. Dem Landrat Henrik Reichen liegt eine Sache ganz besonders am Herzen. Ich schaue natürlich ganz besonders auf unsere Berufsschulen, die mit hier vor Ort sind, die grünen Berufe anbilden, gemeinhin vielleicht so ein Berufsbild in der Landwirtschaft, der nicht so im Fokus vieler Jugendlicher steckt, der aber durchaus interessant ist und der auch für unsere Landwirte wichtig ist. Das begleiten unsere Berufsschulen in Wurzen, aber auch hier in Böhlen die technischen Berufe. Ab wann sollte man sich als junger Mensch nun ernsthaft Gedanken über seine berufliche Zukunft machen? Vom Grunde her kann man sagen, je früher, umso besser. Man merkt auch hier an der Messe, dass schon ganz viele dabei sind, die befinden sich in Klasse 7, Klasse 8. Das ist schon gut, um erste Berufserfahrungen, Berufsideen sammeln zu können. Konkret sollte es dann schon sein Klasse 9, denn mit dem 9. Klasse Endjahreszeugnis ist für die Realschüler der Start für die Ausbildung. Über 70 Unternehmen präsentieren sich an diesem Vormittag. Da müsste doch eigentlich für jeden etwas dabei sein. Es kommt ein bisschen auf die Berufsrichtung an. Also wenn man einen bestimmten Beruf hat, wo man sagt, Mensch, für einen Mechatroniker reichen die Leistungen vielleicht nicht aus, dann kann es sich gut lohnen, innerhalb des Berufsfeldes Metall einfach mal zu schauen, welche Berufe gibt es denn da noch. Und da ist sicherlich für den einen oder anderen auch noch eine alternative Berufswahl möglich. Jede Menge Ausbildungsplätze. Aber es gibt auch immer noch viele Schüler, die keinen Ausbildungsplatz finden. Wie ist das zu verstehen? Zum Teil erklärt sich das daran, dass man für bestimmte Berufe auch bestimmte Voraussetzungen einfach braucht. Also ein Mechatroniker als Beispiel nochmal, das ist halt ein 3,5-jähriger Ausbildungsberuf, der hat bestimmte Inhalte, bestimmte Anforderungen. Und wenn da die schulischen Leistungen sich zum Teil im Bereich 4 bewegen, dann wird es halt kritisch, diesen Ausbildungsberuf von den Inhalten auch schaffen zu können. Also liebe Schülerinnen und Schüler, aufgepasst, so kann es mit dem Traumberuf noch klappen. Zum einen auf die Noten zu achten, dort seinen Schwerpunkt reinlegen, die Faulheit mal beiseite zu schieben und doch ein bisschen mehr zu tun. Und als zweiten Tipp, viele, viele Praktikas machen, nicht nur das Schülerpraktikum, sondern auch freiwillige Praktikas, Tage der offenen Türen nutzen, einfach mit Firmen ins Gespräch zu kommen. Das ist ganz wichtig.
Und wenn man sich die attraktiven Angebote der anwesenden Unternehmen anschaut, ist es ein wenig mehr Fleiß in der Schule auf jeden Fall wert.